Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Total War Warhammer 2, wo wir wieder mal feststellen, dass die Untoten schlicht und ergreifend nicht lernfähig sind. Sie greifen uns erneut an und weil wir ja, also es sieht eigentlich so aus, als ob wir da überhaupt gar keine Chance haben dürften, aber wir haben eine extreme Chance, denn wir haben da drüben eine schwarze Arche, die maximal ausgebaut ist. Und deswegen werde ich das Ganze hier einfach auch mal nur berechnen. Ich würde das Ganze auch mal wirklich gerne mal spielen, aber ich wage es zurzeit einfach nicht. Einfach aus dem Grund, weil das ist so eine gute Siegchance. Und die nehme ich auch gerne mit. Das ist der Wahnsinn. Guck mal an, die haben überhaupt keine Chance gehabt. Das ist schon erschreckend. So viel zu dem Thema. Ich möchte auch mal die Macht dieser schwarzen Arche auch wirklich mal selber mal gespielt haben. Allerdings, Gebäude beschädigen. Dann halt quasi mit einer vollständigen Armee, wo ich auch mir sicher bin, dass ich da jetzt nicht irgendwie nur auf diesem Let's Play mit der Zwergen-Konga. Jetzt haben wir eine Untoten-Konga. Ein kleines bisschen Untoten-Polonese. Oh wei, oh wei. Mhm. Das muss uns nicht wirklich interessieren, was da passiert. Die Echsen bleiben deutlich stärker als wir. Und sie bleiben unsere Verbündeten. Words have great power. The power over life and death, for example. Nee, mit dir mache ich keinen Frieden, mein Freund. Das kannst du vergessen. Das würde Hexwattle erzürnen. Tja, die Strigos. Ich muss mal gucken, ob ich... Was will denn der von mir jetzt? Der will auch ein Friedensabkommen, aber nein, ihr seid immer noch im Krieg mit Hexwattle. Das heißt, das kann ich leider nicht tun, Sir. Aber nein, es geht nicht. Manchmal muss man auch einfach Nein sagen können. Oh, die Puppen des Chaos schon wieder. Jetzt kommen die und Elesaeli wird belagert. Das heißt, ich muss wieder rüberlaufen mit Malekith. Oh, 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 Moment. Hier passieren Dinge. Sklavenkap wird belagert. Wenn es aber nur eine Armee ist, das muss ich mir gleich angucken, werde ich einen Ausfall wagen. Und jetzt kommen hier die Diener des Chaos. Richtung Tor an Leck. Okay, ja gut, dann kann ich jetzt hier wieder beschleunigen. Da keine des Chaos, dürften ja woanders sein. Und fertig. Feind im Kampf getötet. Wie süß. Ja, dass ich belagert werde, das weiß ich. Das habe ich mitbekommen. Ja, 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 ja. So. Auf einmal war da wieder eine Armee. Überraschung. Sei dazu mal nur. Ja, ich möchte eigentlich schon. Moment, kann ich den jetzt hier direkt auslöschen? Fear my malice. Mal gucken, Aquitaine wurde ja was beschädigt. Wobei, das geht eigentlich noch. Ich habe das Gefühl, dass die Weinfässer jetzt hier so reinhauen. Kann das sein, dass die Weinfässer... Nee. Ich weiß es nicht, ob die Weinfässer jetzt hier in diesen Preis hier mit reinkommen. Oder ob das einfach nur zum globalen Handel zählt. Wenn ich jetzt da hinschippe, wird es wahrscheinlich nicht mehr reichen. Lord of the Black Court. Sie hat auch ein Level up. Was ist denn das hier? Geschwindigkeit. Pff. Schattengrube. Gewaltiger stationärer Wirkungsbereich. Black-hearted Dreadlord. Jetzt testen wir doch mal die Schlagkraft von dem Teil hier. Das will ich jetzt mal gewusst haben. Kommt Leute, das gucken wir uns jetzt mal an. Ich möchte mal wissen, was das Ding vermag. Haben wir noch nie gesehen, also ich zumindest nicht. Roderick Pfaffbach heißt er. Sollte der nicht Pfaffenbach heißen? Wäre irgendwie logischer vom Namen her. Aber egal. Wahrscheinlich gibt es auch Leute, die Pfaffbach heißen. Und wahrscheinlich kann gut sein, dass sogar einer unter euch sogar so heißt. Und ich dann jetzt wieder Lügen gestraft werde oder so ein Scheiß. Wäre nicht das erste Mal. So, ich gehe... Oh Gott, das ist so richtig kacke hier. Mit dem Teil hier im Nacken.
Wir machen das ganz einfach. Wir gehen mit denen hier dahin. Mit denen hier gehen wir einfach dahinter. Das ist die Nummer 1 und die werden dann einfach dann an denen vorbeiströmen. So mein Plan. Ja, die Corsair Handbows gehen hier hin. Bolt Throwers gehen hier hin. Genau, ihr geht hier hin. Kommt ja die Nummer 2. Warte mal, da müsst ihr aber die Nummer 4 bekommen, weil ihr nämlich jetzt hier nämlich die Nummer 3 bekommt und hier hin steht. Und das Echsenauto stelle ich noch hier hin. Genau, die Nummer 1 muss nämlich jetzt hier gleich vorlaufen. Die Nummer 0 eigentlich auch. Boah, guckt euch mal die Auswahl hier an. Ist ja der Knaller. Also wenn ich das jetzt hier richtig einsetze, dann haben die überhaupt keine Chance. Wir marschieren das mal vor, solange bis die Teile schießen können. Dann wird der Gegner gezwungen sein zu kommen. Das kauft uns ja auch gerade eben so ein bisschen Zeit, ne? Bis wir unsere coolen Fähigkeiten einsetzen können. Von der ich hoffe, dass sie richtig reinhauen. Kleine Rücken sind 3 magische Blitze, gut gegen Artilleriewaffen, stark gegen mehrere Angreifer. Kleine Rücken, was ist das hier? Magischen stark gegen mehrere Einheiten. Guter Schaden und Explosionsschaden. Gute Rüstungsdurchdringung und Explosionsschaden. Okay. Ein riesiger Verbund von magischen Seelen. Was? Großer Wirkungsbereich. Stark gegen einzelne Einheiten. Schwach gegen einzelne Kämpfer. Magisches Zielzuggeschoss. Kleiner Wirkungsbereich. Stark gegen einen einzelnen Angreifer. Okay. Schön vorrücken. Kann ich schon schießen? Wir werden es gleich mal testen, sobald die stehen. Nein, kann ich nicht. Also ein Meter muss es noch sein. Ein gefühlter Meter, wohlgemerkt. Sind die jetzt endlich im Schussbereich? Jetzt sind wir im Schussbereich und jetzt werden sie gezwungen sein zu kommen. Die schützen die Flanke. Der zaubert halt jetzt hier die ganze Zeit rum, ne? Ist das sein Ernst? Seine Taktik ist, ich gehe einen Meter nach hinten? Ist das alles? Ist das wirklich alles? Um Brad Pitt zu zitieren. Was für eine nervige Scheiße. Könnt nicht ewig weglaufen. Problem ist halt auch, Dauer 7 Sekunden, das ist alles zu lang, um das jetzt hier irgendwo, die rennen ja vorher weg. Jetzt kommen sie auch, genau, ich muss das ja alles im Idealfall im Nahkampf einsetzen. Was sind das hier? Fluchritter und so. Ich schicke jetzt den hier schon mal auf den hier drauf. Dem gehe ich auch noch mal ein bisschen vor, der kann auch schon deutlich weiter schießen. Also die Ritter da drüben machen mir gerade eben so ein bisschen Sorgen, muss ich gestehen. Ich wechsle mit denen hier mal die Flanke. Mache jetzt hier mit denen hier die Flanke zu. Hui, wie der sich hier zurückzieht. Aber jetzt kassiert er gerade eben. Die ständigen Rückwechsel sind halt ein echtes Problem. Sollte der nicht viel mehr Schaden bekommen durch Beschuss? Man weiß es nicht. Da kommen sie jetzt an. Hallo? Die sind schon tot.
So, Moment, langsam. Jetzt mache ich mal das hier, weil das könnte den jetzt richtig hart treffen. Hier haben wir, wie gesagt, schon so einen Nahkampf. Jetzt möchte ich mal gucken, was jetzt das Ding anrückt. Kleiner, also ein magisches Zielsuchgeschoss. Okay, jetzt mache ich mal das hier dahin. Das hier dahin. Gucken wir mal, was passiert. Uff, das war Fatalinski für die. Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Der ist schon tot. Ein einzelnes magisches Geschoss. Da habe ich eventuell eigentlich zu arg getroffen. Kacke. Was ist denn da los? Ah, die da hinten kämpfen schon, okay. Wow, das hat ihn, glaube ich, aber auch hart getroffen hier, den Kollegen. Ah ne, er wird jetzt erst noch getroffen. Boah, war jetzt aber irgendwie nicht so eindrucksvoll. Aber stellenweise hat es schon arg reingehauen. Also stellenweise auf jeden Fall. Der ist jetzt hier schon so gut wie erledigt. Ach du Kacke. Was machen die Flugritter denn hier? Einfach mal so durchholzen. Das machen sie hier. Unhöfliches Volk. Attacke. Okay. Ich behaupte, dass wir das jetzt hier easy holen gewinnen. Seht ihr, was ich meine? Der General ist nicht weg. Wir machen jetzt hier zwar noch Schaden. Aber sie haben schon verloren. Die haben verloren. Das soll ein knapper Sieg sein? Alles klar. Ja, ich kann hier meine Truppe gleich komplett wieder auffüllen oder einfach sagen, bisschen Erfahrung für die Truppe. Ach, ich fülle einfach wieder auf. Das ist mir immer das Liebste. Einfach auffüllen. Term muss jetzt ja gleich Fersengeld geben und davonlaufen. Dreadlord of Nagaroth. Und ich gehe einfach hier wieder rein. Und bauen wir jetzt einfach meine letzte Einheit hier zusammen. Wo ist sie denn? Da. Sehr schön. Haben wir wieder 20 von 20. Tyrant of Nagaroth. Und jetzt kann ich eigentlich auch... Ach, jetzt kann sich das Ding nicht bewegen. Ah, weil es wahrscheinlich geballert hat. Ich mache jetzt noch das hier. Das sind jetzt schöne Dinge, die man noch tun kann. Einheitenerfahrung für alle Rekruten. Ich habe 20.000, wisst ihr. Ich kann das jetzt auch mal machen. Kostet nur 1.000. Gut, dann Malekith. Malekith, dein Typ ist gefragt, und zwar hier hinten. Wir haben hier schon wieder so ein paar Frechdachse vom Chaos. Du hast es, genau. Mal hier hingehen, kannst du vielleicht mal dafür sorgen, dass sie aufhören, Elisaeli zu belagern. Ich meine, das ist ja auch in deinem Interesse. We are besieged by Kane. Auch wie sie jetzt wegrennen und auf einmal gar keinen Bock mehr haben. Die kleinen Feiglinge. So, was kann ich denn hier noch machen? Ja, die Frage ist, ob ich das momentan will. Fuladin. Ist hier, warte mal, irgendwo ist doch jetzt der Assassine. Wo ist er denn? Wo ist denn? Wo ist er denn? Ah, hier. Nee. Hä? Das sollte doch irgendwo hier sein. Ach, der ist noch ein Stückchen weit weg. Ich dachte, der wäre deutlich näher dran. So, jetzt sind wir wieder an dem Punkt. Dass ich Angst davor habe, hier rumzulaufen. Irgendwo müssen diese blöden Tiermenschen ja sein. Ich finde sie halt nicht. Extrem gut versteckt, die Bastarde.
Black-hearted Dreadlord. Such slaughter. Also man würde rankommen. Nach Burg Baston. I refuse. Cease. Malevolent Lord. Dreadlord. Sie könnte höchstens zur Unterstützung dazu kommen. Was ich auf jeden Fall mache, ist jetzt den hier voll ausschalten mit ihr. Dass der jetzt hier nicht mehr irgendwo in Erscheinung tritt. Damit hat er sich auch ein Level up verdient. Sehr gut. Was für Truppen brauche ich denn? Oh, Moment mal. Ich kann ihm jetzt einen Namen der Macht verleihen. Ich habe ihn, glaube ich, noch nie. Was ist ein aristokratischer Name der Macht? Zwift der gesamten Fraktion oder seiner Fraktion. Verehrter Name der Macht. Der Armee der Kommandanten. Das ist ihn selber. Ich nehme mal jetzt hier nochmal einen kämpferischen. Wie gesagt, das sind meine Offensivtypen. The weak are crushed. Der Stachelmann. Ah, jetzt haben wir wieder mal das hier. Geschossschaden für alle Einheiten. Munition, Reichweite. Das ist cool. Name der Macht Zornbringer. Führerschaft, Auragröße. Name der Macht. Nee, dann nehme ich wieder, erschießt sie alle. Ich erschieß sie einfach alle. Das finde ich persönlich die beste Variante. Ja, ich weiß, ich hätte jetzt Burg Baston belagern können. Aber das will ich momentan noch nicht. Ich möchte erstmal, dass er hier fertig ist. Er soll es belagern und sie sollen dann einfach nur drumrum stehen und unterstützen. Beziehungsweise mit einer weiteren Armee. Dann gehört uns Burg Baston. Sie können einfach nur dumm zugucken, wie sie es auch verdient haben. Die komischen Untoten. So, Hydrant, genau. Ich weiß nämlich, dass wir jetzt hier belagert werden. Master of Cruelty. Das werde ich nicht schaffen. I shall destroy! Nicht ohne einen Blitzschlag und den haben wir nicht. Nee, ich werde versuchen, den Sklavenkap dann einfach mit ihr zu verteidigen. Und wo wir gerade eben dabei sind, ich werde Dinge versuchen. Wieder einen Kommandant ausheben. Zuversichtlich. Taktiker. Auch nicht schlecht. Flinke Füße. Gelände erfahren. Grausam. Einkommen ist auch nicht schlecht. 5 bis 10. Ja, irgendwie sind die Kommandanten, die mit Armbrust schießen, irgendwie immer diejenigen, die ein bisschen cleverer sind, sage ich jetzt mal. Also die so ein bisschen loyaler sind, meine ich. So, Marschierer, inspirierende Gegenwart, Feuermeister. Dinge, die schon mal jetzt entschieden sind. Das nächste, was entschieden ist, was ihr für Truppen bekommt. 1, 2, 3, 4. Ah, die kommen auch schon mal gleich mal ordentliche Silberabzeichen hier oben drauf. 5, 6. Das ist der Anfang. Und dann haben wir immer noch Geld übrig ohne Ende. Wie Heu. Heute haben wir Geld wie Heu. Also bauen wir. Wir bauen einfach. Praise. Ich könnte das jetzt machen, aber nö. Froststraße, ja. Einhorntor, nein. Nagarüte. Ja. Wobei, Nagarüte brennt jetzt auch gleich hier wieder die Bude, weil das Chaos hier wieder vorbeikommt. Das ist mal ganz hart erlebt. Die Klauenküste. Da baue ich das hier aus. Dann haben wir noch Eten und Zephyri. Ich bin Obsidian-Gipfel, habe ich völlig vergessen. Das muss ich auch noch ausbauen. Gut, und Zephyri, wie gesagt. Dann könnte ich noch das hier bauen. Und ja, komm, die Mauer sollte mindestens auf Level 2 sein. Wow. Also unser Reich lässt sich gerade eben wirklich sehr, sehr nobel ausbauen.
gucke ich bloß mal wieder, ob ich wieder irgendwo mal einen Handel abschließen kann. Leider sind jetzt wieder irgendwelche Handelswege unterbrochen worden. Also die Waldelfen sind echt nichts mehr wert. Ich stehe bald alleine gegen diese ganzen untoten Horden. Da marschiert er hin, wo er hin soll. Ich muss echt mal gucken, ob Verhängnisburg jetzt auch Skavengebiet ist. Oder ob ich das jetzt haben darf. Schneller. Normalen Vampirfürsten sind mir gerade eben egal, solange wir keinen Krieger gelernt. Das hier ist wichtig. Spiel. Mann, ich habe geklickt. Jetzt kommen sie schon wieder hierher. Oh. Na, das könnte spannend werden. Das könnte spannend werden. Tja, wo stelle ich mich am besten hin? Oh Gott, die kommen von da. Tja, wenn ich eins gelernt habe, ist dann so schnell wie möglich Druck aufbauen, ne? Sie zumindest abfangen. Mit denen hier mal. Das hier wird meine Nummer 5. Die sollen hier als allererstes gleich, also die sollen hier so einen richtig heißen Empfang bekommen. So heiß ich ihn machen kann. Da drüben sehe ich die anderen auch schon. Ich stelle ich schon mal hier auf. Ihr gehört eigentlich auch zu denen. Wie gesagt, ich muss sie halt erstmal anders aufstellen. Streitwagen kommt dahin. Genauso wie auch hier die dunklen Paladine, die meine Nummer 2 sind. Ihr seid immer meine Nummer 1. Und ihr seid hier. Wobei, da kommt erstmal nur ein Trupp hin. Der andere kommt dahin. Als die Nummer 3. 0. Hier oben hin. Jetzt hier noch meine Handarmbrüste. Die stelle ich noch dahin, dass sie noch schießen können. Okay, die Gefecht starten. Pause. Schießen können die noch nicht. Jetzt ist halt wichtig, die werden jetzt hier gleich reinkommen. Ich werde jetzt hier mit der Nummer 5 schon mal gleich vormarschieren. Warum kann ich... Jetzt kann ich das machen. Komisch. Normalerweise ging das immer auch anders. So, ihr geht dahin. Dann ist das ja schon mal zu. Dann geht ihr dahin. Der Rest bleibt hier erstmal stehen. Ihr tut euch ein bisschen einklappen. Ihr bleibt nicht hier, ihr fahrt schon mal dahin. Du drehst dich schon mal in diese Richtung und jetzt schauen wir mal, was passiert. Ich muss das Ganze jetzt hier halt erstmal langsam begutachten. Wenn ich die jetzt hier halt ganz schnell heftig treffe, habe ich immer noch die beste Chance. So, jetzt hier schön in die Flanke rein. Die behalte ich mir mal noch zurück. Weil hier kommt nämlich was, was sehr, sehr ekelhaft ist. Geht hier schön in die Seite und ballert auch in die Seite. Offiziell sieht es richtig kacke aus. Keine Ahnung, was die jetzt hier angreifen.
Gut, also hier hat sich's erledigt. Hier kommen sie nicht. Das heißt, ich kann mich so hinstellen, wie ich möchte. Hier muss ich dafür sorgen, dass... Also die Ritter muss ich jetzt da angreifen. Mit denen muss ich jetzt hierher kommen. Die wollen sich das jetzt schnappen. Da bin ich dagegen. Die versuchen hier auszubrechen. Die Blutritter, die will ich nicht rauslassen. Den hier versuche ich tot zu schießen. Wenn der hier weg ist, bricht die gegnerische Armee auf der linken Seite weitgehend in sich zusammen. Zumindest hoffe ich das. Der frisst auf jeden Fall schon mal ordentlich Schaden. Die machen jetzt hier gerade eben die Viecher platt. Feindlicher Kommandant ist tot. Genau. So habe ich mir das gewünscht. Manchmal gehen auch noch Wünsche in Erfüllung. Oh, ich liebe es, wenn die Pfeile hier reingehen. Ah, und hier rennen schon die ersten weg, diese Feiglinge. Schreckensperre, die sollten eher erschreckte Speere heißen. Seht ihr, was ich meine? Oh, kacki, kacki. Ja. Nein! Ach, was soll denn der Scheiß? Ihr sollt hier angreifen. Ihr sollt angreifen, was auch immer ihr wollt. Die hier ziehen sich zurück. Dann gehen wir jetzt hier auf die Flanke rüber. Hier flankieren. Die haben sich auf jeden Fall wieder gesammelt, was gut ist. Oh Gott, das wird so wichtig, dass sie jetzt hier gleich Zauber zünden können. Wie jetzt hier zum Beispiel. Bam. Na also, die machen nichts mehr. Mal behaupten. Muss ich diese Ritter da noch reinheizen? Obwohl ich eigentlich... Warum habe ich denn die da hingeschickt? Das ist doch der Wahnsinn. Man klickt die falschen Einheiten an. Und das am laufenden Band. Oh Gott, noch bis 30 Sekunden, bis ich Spaß haben darf. Ich hoffe, dass sich ja diese Typen nochmal sammeln. Die hier halten die auf jeden Fall gerade eben nochmal gut auf. Und jetzt fände ich es ganz gut, wenn der Streitwagen da drüben jetzt mal anfangen machen würde, Randale zu machen. Ich glaube, dass die Sache zu wuppen ist, wenn wir eine Seite hier gewinnen. Problem ist halt, dass die Verfluchten halt ziemlich stark sind, ne? Jetzt geht der Buff an. Keine Sekunde zu spät, sage ich jetzt mal. Wo ist denn der hingeflogen? Wie ist den hier angreifen? Der muss weg. Das sind schon die ersten hier quasi am fröhlich wanken. Halt einfach die Stellung. Jawolli, Gans, und jetzt kann ich hier Spaß verbreiten. So, ein bisschen was muss ich mir noch aufheben, oder? Hier drauf bolzen. Ich hoffe einfach mal, dass es jetzt hier ein bisschen was reinhaut. Das Problem ist halt, dass es ewig dauert, bis ich sowas bekomme. Oder wieder bekomme. Die haben sich gesammelt. Sehr gut.
Noch ein klarer Feuer von keine Sekunde zu früh. Ich habe sie schon fast auf die Hälfte hochgebracht. Swipe die da drüben weg. Oh, Scheiße. Das ist ganz ungut, dass da jetzt die Ritter dahinter sind. Das ist sehr ungünstig. So, die sterben jetzt hier. Das heißt, ich kann die jetzt hier umdrehen. Die hier dahin drehen. Die sind erledigt. Keine Frage. Die verfluchen hier. Ich verstehe bloß nicht, warum die hier nur rumstehen. Statt sich ein neues Ziel zu suchen. Hier greife ich jetzt an. Bevor sie die Initiative ergreifen. Mein Buff läuft schließlich. Die da oben haben schon richtig einen drauf gekriegt. Jetzt hier schön außen rum. So hindrehen. Und Attacke. Ich fände es extrem gut, wenn ihr mal wieder euch fangen würdet. Oder irgendwas angreifen würdet. Ja, unser Beschuss ist einfach nur heftig und brutal. Das ist das Tödlichste, was wir aufzuwarten haben. Beschuss. Es sind noch 12. Ihr stellt euch jetzt so hin. Da noch hin. Seht ihr, was hier passiert? Obwohl ich diese Ritter hier nicht kontrollieren darf, zerstören wir hier diese mächtigen Armeen. Hammermäßig. Attacke. Ja, ja, das ist jetzt ungünstig. Ah, ich habe die wieder unter Kontrolle. Sehr gut. Kann ich die hier nämlich zurückziehen? Oh, Moment, da ist ja was. Das habe ich fast gerade eben gesehen. Ihr müsst euch jetzt hier so hindrehen. Der hier muss weggeballert werden. Der stirbt sowieso. Bam. Hier nochmal mit was angerichtet. Oh je, da gehen jetzt wahrscheinlich ein paar Ritter für mir drauf. Im schlimmsten Falle, ja. Die Ritter sind, glaube ich. Meine Ritter sind zwar tot, aber die feindliche Armee auch. Ist schon krass, oder? Heldenhafter Sieg. Schade um die Ritter. Das war allerdings nicht zu verhindern, dass man gegen die, dass die abgefangen werden müssen. Jetzt haben wir halt eine Einheit verloren. Ja gut, was willst du machen? Das verursachen halt die Entsetzen. Schade drum. Diesen werden schwer zu ersetzen sein, die Jungs. Aber das hier, für den Gegner auch. Also so langsam aber sicher durften... Ja, jetzt sehen wir es auch aus. Versuchen sie es etwa jetzt nochmal. Jetzt geht er hin, belagert und rückt das mit denen hier nochmal ran, damit er... Das ist der Wahnsinn. Das grenzt schon an Dummheit. Das ist einfach... Dummheit, was die jetzt hier abziehen. Guckt euch das mal an. Sie haben sich komplett ihrer gesamten Schlagkraft entledigt. Die haben alle ihre Armeen an uns aufgerieben.
alle. Tja, Chaoskrieger laufen jetzt im Norden rum. Und wir werden in der nächsten Folge Burg Baston erobern. Das wird passieren. Keine Frage. Passiert hier noch irgendwas? Man weiß es halt nicht, ne? Ich möchte nämlich jetzt hier meine Aufnahmepause einlegen. Das heißt, ich muss einen klaren Punkt für einen Speicherpunkt finden. Im Idealfall nicht mittendrin hier und sowas, ne? Wo dann am Ende vielleicht sogar noch irgendwie ein Krieg kommt oder ein Friedensangebot oder sonst irgendwie. Pumpen des Chaos. Bewegen sich hier. Ja, macht um mal mit deinem Zeug hier. Also ich glaube, damit hat sich jetzt gerade eben die von Karstein-Fraktion aus Bretonia verabschiedet. Durch diese völlig sinnlose Attacke auf Kurt Blue Steel. Ach, guck mal, wer da kommt. Puppen des Chaos sind auch noch da unten. Die haben richtig viel. Guck dir das mal, die haben mehr als ich. Diener des Chaos haben auch mehr als ich. Ich finde das krass. Belagerung. Okay, dann habe ich hier meinen Punkt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, liebe Leute. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und Ade.